Guten Morgen, schön, so viele Menschen, so viele interessierte Menschen, freut mich wirklich sehr. Wir haben, glaube ich, an die 150, die jetzt hierher gekommen sind. Wunderbar. Ja, ich habe das Thema Unkrautmanagement und Herr Presse, ich kann mir überhaupt nichts mehr hinzufügen. Das ist eigentlich super. Eigentlich sollte ich sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und mich wieder hinsetzen. War wirklich klasse. Genau dieser Input, der da auch fehlt. Und ich weiß, dass auch viele von den Bauhöfen da sind, die immer sagen, Unkrautmanagement, was ist das überhaupt? Wir wollen eine Unkrautbeseitigung machen. Das heißt, wir verzichten auf Roundup und andere Sachen und nehmen einfach, kaufen unser Gerät und machen weiter wie bisher. Und das funktioniert leider nicht so, wie wir auch gehört haben. Es sind einfach immer wieder Probleme da. Und deswegen eher dieses Thema Unkrautmanagement. Es gibt einfach kein besseres Wort. Vielleicht einfach Unkrautregulierung noch nehmen, um einfach zu sagen, wir tun was in der Gemeinde gegen den wilden Aufwuchs. Aber wie gesagt, auch wir tun was für wilden Aufwuchs, um eben auch zum Beispiel für den Bauhof auch wieder ein bisschen Zeit zu kriegen. Und prinzipiell, warum wir das überhaupt tun, ist eine wunderbare ökologische Sache. Es gibt aber auch einen rechtlichen Hintergrund. Und zwar, ich habe jetzt mal hier das niederösterreichische Pflanzenschutzgesetz und da steht in § 4 im Artikel 1 steht drin, dass nur Produkte verwendet werden dürfen, die bei der AGES, also als Pflanzenschutzmittel, auch registriert sind. Das heißt in dem Fall, alles, was man als Alternativen einsetzen will, sei es ein Streusalz, sei es diese leider immer wieder beworbenen Straßenreiniger, wo teilweise Natriumchlorat drin ist, also müssen sie eigentlich auch mit Gasmaske arbeiten, das ist eigentlich arbeitsschutzrechtlich vorgeschrieben, und mit der Gasmaske durch die Gemeinde gehen und sagen, man ist pestizidfreie Rettungsgrundmessung. Also, es dürfen nur zugelassene Mittel eingesetzt werden und sie dürfen auch keine Hausmittel einsetzen, wie zum Beispiel Salz oder Essig. Plutonium, was immer Ihnen einfällt, würde wunderbar wirken, vielleicht auch, aber es hat einfach keine Zulassung. Das heißt, man muss sich ein Mittel kaufen. Und dann kommen wir eigentlich wieder zu dem nächsten Problem. Das ist der zweite Punkt, weil ja hier übrigens, es gibt die Firmen werben immer damit, das ist ja reiner Natursauerstoff. Ja, genau. Aber es ist ja der Chlor dabei, es ist einfach ein Chlorat. Und dadurch ist es eigentlich ziemlich giftig, auch in Gewässern und sowas, also diese Straßenreiniger. Arbeiten zwar letztendlich mit Sauerstoff, aber der ist einfach mit drin. Und ich habe ein anderes Beispiel mitgebracht. Wenn Sie den Schwefel- oder Phosphorbedarf decken wollen, können Sie auch diese Substanz einnehmen, das ist E605. Also, so als Vergleich, es ist also nicht der Kühler wirklich. Es ist ziemlich umweltschädigend. Ja, der zweite Punkt ist das Pflanzenschutzmittelgesetz, dass die nur bestimmungs- und sachgemäß ausgebracht werden dürfen. Und sachgemäß heißt in dem Fall, was auf der Packung draufsteht, und da steht eben drauf, keine Anwendung auf versiegelten Flächen, dann steht da noch in Klammern Pflaster und so weiter und so weiter. Das kennt ihr wahrscheinlich alle schon öfter gesehen. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass eigentlich die ganzen Mittel, die in den Gemeinden auch eingesetzt werden, meistens auf Glyphosatbasis, einfach noch mit 2,4-D-Salzen drin oder sowas, nur noch einmal pro Jahr eingesetzt werden. Das heißt, selbst am Friedhof, wo der Einsatz von Glyphosat noch erlaubt ist, dürfte man es nur einmal pro Jahr einsetzen. Und das reicht nicht. Wir wissen, dass der Aufwuchs, ja, dass man 2-3 Mal pro Jahr eigentlich durchgehen muss, um das einigermaßen freizuhalten. Also auch hier sind eigentlich alternative Methoden gefragt. Wir kommen mit den chemischen Unkrautvernichtern einfach nicht mehr zurecht. Also einmalige Anwendung reicht einfach nicht aus. Aber das, wie gesagt, nur als Hintergrund. Schön ist natürlich, wenn der Gedanke der Ökologie im Hintergrund steht, wenn der Gedanke auch weitergetragen wird, dass man eben auch extensive Flächen für Insekten und so weiter schafft. Gerade im Zeitalter des Insektensterbens, des Klimawandels, ist eine ganz wichtige Sache. Aber wie gesagt, auch rechtlich gibt es eben ganz starke Einschränkungen, mit chemischen Unkrautvernichtern zu arbeiten. Ja, alternative Herbizide immer noch, die man viermal pro Jahr einsetzen kann, das sind die Fettsäuren. Die können an Friedhöfen durchaus eingesetzt werden. Das sind meistens Pelargonsäure, Caprylsäure, Caprinsäure. Diese Substanzen haben den Vorteil, dass sie natürlich schnell eingesetzt werden können, einfach in der Spritze. Aber sie haben den Nachteil, dass sie einfach auch keine Wurzelwirkungen haben und keine Samenwirkung. Und wir haben durchaus bei den ganzen maschinellen und so etwas Maschinen, die wir einsetzen, gerade bei den thermischen Maschinen, eine wunderbare Samenwirkung. Aber das wird der Robert Lotka nachher noch erzählen, bei den einzelnen Maschinen, was es da so gibt am Markt. Wie gesagt, es dauert einfach. Im ersten Jahr hat man sehr viel zu tun mit Wurzeln und Kräutern, im zweiten Jahr auch noch ein bisschen, man muss definitiv häufiger drüber gehen. Aber eigentlich ab dem dritten Jahr sollte sich der Unkrautwuchs so minimiert haben durch thermische Methoden oder mechanische, dass man wirklich auch wieder mit 1 bis 2 Durchgängen vielleicht pro Jahr durchkommt. Aber es ist, wie gesagt, am Anfang echt frustrierend, wenn man da anfängt und nach ein paar Tagen grinst dann die Nutzer wieder an. Also das ist nicht besonders schön. Gut, deswegen Unkrautmanagement. Und Unkrautmanagement heißt in dem Fall,
wie bastel ich mir denn jetzt wirklich ein Konzept für die Umsatzregulierung? Und das ist eigentlich relativ einfach. Kommunikation, wie der Professor schon richtig gesagt hat, ganz wichtig, Kommunikation mit den Bürgern. Sagen, wir dürfen nichts mehr spritzen, wir wollen auch nicht mehr spritzen und wir haben einfach jetzt die Möglichkeit, verschiedene Methoden auszuprobieren. Das kann sein, dass in Teilbereichen der Gemeinden einfach noch was aufwächst. Meldet es uns bitte zurück, ne? Wie sieht es aus, funktioniert es und so weiter. Also Kommunikation mit der Bevölkerung, aber auch, und das ist wichtig jetzt eher an Umweltgemeinderäte und Bürgermeister, mit dem Bauhof, ganz wichtig die Kommunikation, weil ein übergestülptes Konzept, wenn der Bürgermeister sagt, ich kaufe mir jetzt einen Flemmer und damit muss der Bauhof arbeiten, funktioniert meistens nicht aufregend oder die haben vielleicht keine Lust damit zu arbeiten. Also unbedingt den Bauhof mit reinnehmen, die sollen sich die Maschinen anschauen, durchprobieren und sagen, das ist geeignet für unsere Flächen, weil die wissen es einfach am besten. Zweiter Punkt wäre ein Pflegekonzept zu machen und das meine ich jetzt nicht, dass man sich hinsetzt und Pläne zeichnet, sondern dass man sich überlegt, ich mache im Innerortsbereich touristischen Hotspots an Schlössern oder sowas, da schaue ich, dass ich wirklich alle 6 bis 8 Wochen durchgehe und das nur von weg mache, weil es einfach schön aussehen soll. Zweite Zone wäre in dem Fall eher so Bereich Schulen, Kindergärten, wo man nicht stolpern sollte, vielleicht 2 bis 3 Durchgänge pro Jahr. Dritte Zone Wohngebiete, wo man vielleicht hofft, dass man auch die Bevölkerung wieder ein bisschen mit einbinden kann, dass man da maximal 2-mal, ich würde jetzt sagen 1-mal oder gar nicht mehr durchgeht und man schaut, was passiert denn, was macht denn die Bürgerinnen und der Bürger, wenn es plötzlich so hochgeht. Manche machen es plötzlich weg, manche beschweren sich nur und manchmal kostet die Zeit des Beschwerens auch mehr als das Rausgehen und Kratzen. Aber es ist halt so. Gut, also kein großes Pflegekonzept machen, sondern nur überlegen, wo mache ich es öfter, wo gehe ich nur noch 1-mal im Jahr durch oder wo mache ich es gar nicht mehr. Solche Flächen gibt es durchaus auch bei den Gemeinden. Drittens die Auswahl der Methoden, da wird der Robert eben jetzt noch sehr viel dazu erzählen, was man denkt, ob man thermisch arbeitet oder mechanisch. Und eine kleine Vorschau, wir haben eine Firma noch gefunden, die mit Strom arbeitet, Wurzeltief. Die sagen, das funktioniert auch im Grünraum, wir werden das noch testen. Wir haben sie auf jeden Fall eingeladen zu den Fachtagen ökologische Pflege im November, da werden sie vorführen und vielleicht auch Interviewform Vorführung machen. Und bin schon ganz gespannt, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Ich habe gehört, dass die Firma Neudorf, die ja auch sehr viele ökologische Produkte hat, eine Kooperation mit Elektro irgendwie eingegangen ist. Also ich bin gespannt, ob das vielleicht auch im Hobbybereich, im Straßenbereich eine Methode wird, die wirklich einsetzbar ist. Ja, vierter Punkt wäre Entlastung für das Personal, weil man einfach auch mehr Unkrautbekämpfung machen muss. Das heißt, wie schaffe ich es, Pflege irgendwie umzuleiten, dass ich einfach mich auf die Unkrautbekämpfung auch besser konzentrieren kann. Und da ist eben auch wieder die Sache mit den extensiven Flächen, wie es auch der Herr Fessel schon gesagt hat, wie sind lange Läuse sehr viele Flächen gibt, wo einfach zum Beispiel einfach nicht mehr gemäht wird und man sagt, das sind die Flächen für die Biodiversität. Also da können wir viele Tipps geben. Eine Rasenfläche, was man mäht, kostet ungefähr 6 bis 8 Minuten pro Quadratmeter im Jahr. Extensive Flächen ist man mit einer halben Minute pro Quadratmeter im Jahr dabei. Wenn man große Mähflächen hat, ist das schon mal eine leichte Einsparung, wenn man die zum Beispiel pumpt und mit Blumen gießt und so weiter. Gut. Der fünfte Punkt, dann kreativ werden. Die Straßburger haben einfach hingeschrieben, wie das Unkraut heißt. Das können sie nicht weggemacht. Auch eine Idee. Man könnte den Bauhof mit Schriften ausstatten und hier mal einfach schöne Sachen mit. Auch eine nette Idee. Kreativer Vandalismus, sag ich mal. Ja, prinzipiell, wie gesagt, einfach nur überlegen, wie kann ich die ganzen Sachen entzerren. Die Methoden sind wunderbar, sie funktionieren. Wir haben 22 Firmen draußen, die sich darauf freuen, dass ihr sie löchert, dass es anschaut, was man machen kann. Und wir haben natürlich sehr viele Informationen noch, die Unkrautmanagement, den Weg zur herbizidfreien Gemeinde. Unkrautregulierung ist ganz neu überarbeitet mit frischen Links auch zu Firmen und Herstellern. Die ökologische Pflege am Friedhof ist ja auch ein großes Thema, kommt heute Nachmittag nochmal dran. Neophyten gehen auch in den Unkrautbereich rein. Sportplätze haben wir auch, Unkräuter, auch die können wir ökologisch pflegen. Und natürlich auch Partnerschaften, wo sich die Bürger einfach mal ein bisschen mehr einbringen in die Gemeinde. Gut, ansonsten, wie gesagt, Robert und ich, wir sind draußen im Land unterwegs. Beim Gartentelefon anrufen, entweder den Österreicher oder den Deutschen, das sind wir nicht. Anrufen, sagen, den wollt ihr haben. Und dann kommen wir zu euch vorbei und wir machen eine wunderbare Pflegeberatung, die natürlich immer weitergeht. Es geht nicht darum, dass wir da einfach nur eine Stunde zusammensitzen, sondern da können wir wirklich immer wieder korrespondieren, wenn was nicht funktioniert. Wir leben auch von eurem Feedback. Gut, bin schon auf dem Weg.